Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute geht es um Header-Dateien, die ihr hier schon kennt. Und zwar sind das sozusagen die Dateien, in denen ihr Sachen reinschreibt, die ihr an anderen Stellen wiederverwenden wollt. Also zum Beispiel die Sachen in scdio.h, die hat irgendjemand mal vor einer langen, langen Zeit geschrieben und hat sie allen zur Verfügung gestellt. Und deswegen müsst ihr jetzt zum Beispiel Sachen wie fopen oder sowas nicht mehr selbst schreiben. Sehr praktisch das Ganze, deswegen würde ich euch empfehlen, das auch zu machen. Vor allem, wenn ihr größere Projekte habt, dann lohnt es sich, einige Funktionen oder sowas auszulagern. Und in C++ wird es ganz unumgänglich, wenn wir irgendwie ja, objektorientiert richtig programmieren wollen. Gut, es gibt zwei Arten von diesem Include. Zuerst einmal als Einleitung. Und zwar dieses mit den spitzen Klammern, also Hashtag Include und dann spitze Klammer auf, den Dateinamen .h, spitze Klammer zu. Das bedeutet, ihr sucht in dem Verzeichnis, wo eure Standarddateien, also die Installationsdateien von C zum Beispiel drin sind, okay? Während wenn ihr hier dieses ganze Ding als Hashtag include, include und dann hier diese Strichle, die Anführungsstrichle und dann irgendeinen Dateinamen, Datei.h schreibt, dann wird in dem Verzeichnis gesucht, in dem eure Datei auch wirklich selbst drin liegt. Also bei mir in diesem Home Morpheus Tuts C. Da, wo eure C-Datei drin liegt, da wird dann auch gesucht. Okay, nun zur eigentlichen Header-Datei. Wir brauchen natürlich erstmal eine neue Datei. Dazu legen wir einfach mal eine neue Datei an und nennen die Datei.h. So, das ist eine Header-Datei, wie wir sehen können. Und jetzt machen wir die einfach mal hier auf. Das ist irgendwie nicht ganz das, was ich brauche. Okay, und hier drin brauchen wir jetzt irgendwie als erstes ein komisches if-n-def. Und dann nennen wir die einfach mal Datei-h. Bodenstrich kommt normalerweise noch dahinter. Das nennt sich include-guard und für was das ist, zeige ich euch sofort. Hashtag define, define foo, nicht foo, foo ist irgendwie so der Standardname. Datei, H, so. Und jetzt könnt ihr hier irgendwas machen, aber am Ende von der Datei Hashtag end if. Okay. So, und hier zwischendrin schreibt ihr euch jetzt die Funktion, die ihr anderen zur Verfügung stellen wollt im Prinzip. Das heißt zum Beispiel irgendeinen int foo und keine Ahnung, was der macht oder void foo, keine Ahnung. Aber ihr braucht hier keinen Körper definieren, also sowas braucht ihr nicht, sondern einfach nur int foo, also die Funktion benennen sozusagen und dann ein Semikolon dahinter. Fertig. Das war's schon. Mehr braucht ihr gar nicht machen hier drin und das macht ihr für alle Funktionen, die ihr irgendwie noch habt. Also bar, nehmt noch ein Integer x zum Beispiel und dann noch eine Funktion buts und die nimmt wieder mal nix. So, aber alle Funktionen nur so hinschreiben. Und die Funktion selber, die implementiert ihr in einer neuen Datei, nämlich in einer Datei namens Datei.c. Das ist wieder eine C-Datei und das ist die dazugehörige Header-Datei zur C-Datei. Und da kommen dann die Implementierung von eurem Dings rein, also von euren Funktionen. Da könnt ihr im Prinzip ein Copy-Paste machen. Und hier muss dann Code rein, also zum Beispiel return... keine Ahnung, 42, 43 in dem Fall, es wäre ja sonst langweilig. Und die Buts machen wir wieder raus, die brauchen wir nicht. Zwei Funktionen reichen mehr als aus. Und jetzt sagen wir hier zum Beispiel noch x plus 1, sowas in die Richtung, damit wir ein bisschen Varianz drin haben. Ha. Okay, und jetzt habt ihr die Datei dazu geschrieben zur Header-Datei selbst. So, was wir jetzt hier machen können ist, wir haben es ja im Prinzip schon gemacht, wir gehen zurück auf unser first.c, haben ja die Datei.h importiert und jetzt können wir auf diese Methoden hier zugreifen. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel printf%d, backslash n machen wir auch noch rein, weil es so toll ist. Und jetzt können wir auf die Funktion zugreifen von den anderen Dateien, also von dem hier. Das heißt, wir können hier entweder ein int foo ausgeben oder ein bar zum Beispiel ausgeben. Ich werde jetzt hier einfach mal foo aufrufen. Sage ich einfach mal foo, Klammer, Klammer, fertig.
So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich als allererstes mal einen Fehler. Nicht definierter Verweis auf foo. Naja, nicht definierter Verweis deswegen, weil ich überhaupt die anderen Dateien noch nicht kompiliert habe. Das heißt, ich muss hier hinten dran angeben, dass ich die Dateien gerne mitkompilieren möchte. Also sowas wie, wie hieß die Datei? Datei.c. So, aber jetzt brauche ich noch irgendwie einen Namen für mein ganzes Dings. Da haben wir es, glaube ich, immer out genannt bisher. Ups, ich habe das minus o vergessen. Also wir wollen es ausgeben mit minus o, out. Und was wir kompilieren wollen, ist first.c und die Datei.c. So, und wenn ihr jetzt mal in euren Ordner reinguckt, dann habt ihr hier diese out-Datei. Und die könnt ihr wieder ausführen, ganz normal wie gewohnt. Aber ihr habt jetzt hier nicht nur die first.c-Datei reinkompiliert, sondern auch die Datei.c selbst reinkompiliert. Okay, gehen wir mal her und führen das Ganze aus. Die heißt jetzt nicht mehr a.out, sondern sie heißt mittlerweile nur noch out. Okay, und jetzt wird mir 43 ausgegeben, ganz normal. Wie wir es erwarten würden, wenn wir diese Funktion hier, diese int_foo, in unsere normale Datei reingeschrieben hätten. Jetzt haben wir sie im Prinzip reinkompiliert, dadurch, dass wir hier dieses include gemacht haben. Okay, wichtig ist hier, dass ihr diese Anführungsstriche wählt und nicht diese Spitzenklammern, denn die Datei liegt ja auf diesem Gebiet hier, also in demselben Ordner wie eure first.c-Datei, nicht da, wo die Systemdateien liegen, also da, wo string.h zum Beispiel liegt. Gut, jetzt nochmal zu diesen komischen Headern, zu diesen komischen Guards, die wir gesehen haben, dieses if and if. Was das bedeutet, ist folgendes: Wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere Dateien habt, wo ihr diese Datei.h importiert, dann wird diese Datei hier mehrmals kompiliert und das gibt einen Fehler. Um das nicht zu machen, sagen wir hier, falls es noch nicht definiert wurde, definieren wir uns dieses Datei.h, einfach eine Konstante, die einfach überall bekannt ist. Und falls diese Konstante nicht existiert, sagen wir, okay, Konstante existiert jetzt und wir kompilieren diese Dinger hier. Falls die Konstante aber schon irgendwo existiert, wissen wir, irgendwer hat diese Datei hier schon mal kompiliert. Das heißt, wir brauchen sie nicht nochmal kompilieren. Im Gegenteil, wir dürfen sie gar nicht nochmal kompilieren. Und deswegen lassen wir das einfach alles weg, denn es ist ja schon definiert. Also, falls noch nicht definiert, definieren wir die Variable und führen unsere Kompilierung aus. Und ansonsten lassen wir es sein. Das ist alles, was hier steht. Im Prinzip könnt ihr euch immer daran richten, wenn ihr eine Header-Datei braucht. Gut, das war's im Prinzip schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So könnt ihr mit mehreren Dateien arbeiten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.